Mahlzeit, ihr Nasen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Colin McRae Dirt 1. Jetzt ein Rennen, sollte mir besser liegen. Ich mit der großen Schnauze, ich habe übrigens echt nochmal geguckt. Ich bleibe jetzt erstmal bei Clubman. Vielleicht klappt es, ja. Vielleicht klappt es im Clubman. Und hier kann man ein grande Punto nehmen oder uns für 180.000, was auch immer, das sieht aus wie ein Pfundzeichen, aber nee. Wir nehmen natürlich den grande Punto, weil wir haben nun mal auch nicht eine andere Möglichkeit. Und stelle dein Auto darauf ein. Versuche mit den richtigen Wageneinstellungen kannst du. Kann ich da so beim ABS irgendwas machen? Ach Gott, das sind so Sachen. Nein. Und Tipps für die besten Einstellungen einer Strecke. Die Grütze lasse ich ziemlich unangetastet, weil das bringt einfach nichts. Ich verstelle da bloß so viel. Fährt die Kiste am Ende gar nicht mehr. So, ne? Wir fahren mal hier eine Runde in Italien rum. Lieblingsstraßenbelag Staub. Ja, wir sind ja bis jetzt auch bloß auf Staub gefahren. Längste kollisionsfreie Strecke 0,1 Sekunden. Also ich habe echt ordentlich rumgescheppert bei den Stadium Trucks. Ich hoffe, dass das hier nicht ganz so drastisch ist. Hier will ich jetzt auf die Cockpit-Ansicht übrigens wechseln. Ich muss mal gucken, wo ich das umstelle. Ist das eigentlich, kann ich? Nee. Wenn ich einen Crash baue, kann ich hier die Wagenposition im Prinzip wieder herstellen, aber ich kann nicht das, was ich gedacht habe, in Dirt 2 und Dirt 3 kannst du Prinzip, hast du eine Rückspulfunktion. Das war ein bisschen sehr hart angebremst für die Kurve, das hätte nicht sein müssen, hätte ich ein bisschen sauberer rumdriften müssen. Was, ich habe ja gar nicht gedriftet, also Quatsch. Habe ich die Handbremse endlich mal wieder gefunden. Es ist blöd. Ich habe jetzt, seitdem ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich gespielt. Oh, Dirt 2. Dirt 3. Gravel. Sebastian Loeb Rallye. Dirt Rallye 1 und 2. Also alles so richtig schön wieder durcheinander. Hä? Das ist aber nicht so gut. Er kommt dann so ein bisschen raus. Das ist dann uncool. Und da sind dann manchmal auch so Handbremse und sowas an einer anderen Tastenposition. Ich spiele übrigens mit dem Pad. Geht bei dem Spiel hier echt noch ganz gut ab. Autsch. Ungeil. Entschuldigung, dass hier gerade die Kamera durchwurschtel. Jetzt hatten wir mal eine Frontscheibe, Leute. Ich glaube, ich nehme die in Perspektive. Die anderen sind immer einen Tuck zu weit weg, finde ich. Da hat man nämlich wirklich Übersicht. Ah, und der Kahn hat schon ganz schön gelitten. Ja, hier ist es so, mach ich ein paar Mal Bums, dann macht die Karre nichts mehr. Mal gucken, vielleicht krieg ich es noch gerissen. Also bei den Rallyes, gerade bei den so kleinen motorisierten, bin ich eigentlich mal ganz gut dabei. Ja, ich habe nicht so viel verloren, das können wir sogar noch rausholen. Das ist in Ordnung. Was ich bei Dirt, egal bei welchem Teil und auch Dirt Rally nehme ich damit rein, 1 und 2, was immer ein bisschen doof ist, wenn man denn so eine Zwischenzeit hat, will da hingucken, ist immer sehr ungünstig, weil man dann die Strecke aus dem Auge verliert. Ich bin wirklich, ich hab hier Tunnelblick, Leute. So ziemlich. Das ist ziemlich, ziemlich ungeil. Übrigens, auch, ich weiß, ist schon der zweite Teil, hätte ich eigentlich auch im ersten schon unterbringen sollen. Ich bin kein Rennspielprofi, darum spiele ich ja auch auf Clubman, also die zweitleichteste Schwierigkeitsstufe. Und das ist ja noch nicht meine Simulation, das ist ja doch eher arcadiges Spielgefühl. Aber auch Gaudi. Der 3 kriegt man übrigens relativ günstig für ein Apple und ein Ei auf Steam.
Der Teil, der ist da leider nicht existent, sonst hätte ich den wahrscheinlich tatsächlich sogar auf dem PC gespielt. Hatte ich, glaube ich, im ersten Part gesagt, dass das hier PC, ja, genau, dass das hier 360-Variante ist. Leider nicht auf The One. Aber, erster Platz, da sagst du nix. Und fast 10 Sekunden rausgefahren. Gott, aber die Karre ist ziemlich fertig. Der arme kleine Fiat. In diesen Klassen hole ich mir auch keine anderen Autos. Es gibt so ein paar Autos, da habe ich ziemlich Bock drauf. Mitsubishi Lancer will ich unbedingt haben. Fiat Abarth, den alten aus den 70er Jahren. Ford Escort aus den 70er Jahren. Wenn ihr mich nicht täuscht, ist der hier nämlich auch drin. Manta gibt es leider keinen. Aber hier gibt es so viel Fahrzeugtypen. Das ist so grandios. Hier gibt es auch richtige LKWs. Also nicht die Stadium Trucks, die meine ich nicht. Die sind ja schon wuchtig. Nein, hier gibt es richtige, richtige LKWs als diese Dakar-LKWs, falls die einer von euch kennt. Bis auf ein, zwei Ausnahmen bin ich mir ziemlich sicher, dass mit Rennsport nicht allzu viele Leute hier, die Zuschauer sind auf meinem Kanal, was damit anfangen können. Ich übrigens, könnt jetzt auch, wie gesagt, Leute sagen, wieder, ja, spiel doch ein moderneres Rennspiel. Ich will das aber jetzt gerade spielen. Ich finde, es sieht echt für ein 13 Jahre altes Spiel echt noch grandios aus. Das Einzige, was ist halt, ja, die 360-Version, die könnte ein bisschen, der Mama merkt, die hat bloß ihre 30 Frames. Au, das ist ich, ne? Boing, boing, flipper Kugel. So muss das. Ich glaube, wir werden nach der Wiederholung noch unter 10 Minuten sein. Da haue ich noch ein Rennen rein, oder? Aber wir haben zumindest Frischluftzufuhr, Leute. Die Frontscheibe fehlt nämlich. Yippie! Ich freue mich immer bei Sprüngen. Nur manchmal sind die auch sehr, sehr schlecht zu kontrollieren. Weil dann landest du auch ganz gerne mal so in so einem Baum oder so. Passiert. Hier ist übrigens auch, wenn die Rallye mehrere Etappen hat oder sowas, kann es sein, dass wir sogar zwischendurch reparieren können, das Fahrzeug. Kann natürlich auch sein, dass es gar nicht bloß eine Rallye-Etappe ist, sondern wir fahren dann nur eine. Bin ja ein kleiner Fanboy der Serie, auch wenn ich kein Crack bin, also nicht gut, sondern es einfach nur furchtbar, furchtbar gerne spiele, aber Dirt ist so, ist gerade so nach Feierabend ist das schön, mache ich es auf einen von den unteren Schwierigkeitsgraden, manchmal auch auf Normal, wenn ich so richtig größenwahnsinnig werde und dann fahren wir halt mal eine Runde im Dreck rum. Wissen die Leute aus der Zockerbude, Gruß hier an dieser Stelle natürlich an euch, Jungs und Mädels, und natürlich auch an alle anderen Zuschauer. Ein paar Leute wissen das auch durch meine Race and Infos. Dirt ist bei mir Programm, Leute. Da sage ich immer, ich gehe mal wieder im Dreck spielen. Weil das heißt ja nichts anderes als Dreck. Dirt ist ja Dreck übersetzt. Und im Dreck spielen habe ich als Kind schon gern gemocht. Das hat sich jetzt mit über 40 auch noch nicht geändert. Wobei, ich muss mal sagen, eigentlich habe ich ja sogar Rennspiele auf dem Kanal. Da habe ich schon mal Road Rash durchgespielt. Road Rash auf dem Saturn damals. So, rauskanten. Jetzt hauen sie die Zeit wieder in die Cloud hoch, was mich scheiße interessiert. Weil ihr seht, oh Gott, eine Minute 10 bin ich schlechter als der Weltrekord. Ja. Wobei, es ist für mich immer nicht ersichtlich, ist das dieselbe Karre gewesen? Man weiß es nicht. Aber ist schon mal besser als wie mit den Stadium Tracks. Da war eine 6 am Anfang. Mit furchtbar vielen anderen Zahlen hinten dran. Nö, passt. Bin für mich zufrieden, Leute. Du kannst nun ein anderes Event versuchen.
Haben wir doch ein paar Mäuse schon mal verdient. Und ja, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen was erreicht haben, schalten wir halt die nächsten Events hier auch frei. Also bis hier habe ich eigentlich freie Auswahl. Hier haben wir ein Crossover. Das könnte interessant werden. Ist klar, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Renault. Das ist völlig in Ordnung für mich. Weil du jede Runde gegen einen anderen Konkurrenten fährst, aber auf der gleichen Strecke. Es ist ein Rennen zwischen zwei Wagen. Nach der Hälfte jedes Rennens findet der Crossover statt. Der Fahrer, der die gesamte Strecke in der kürzesten Zeit bewältigt, gewinnt. Das ist eine Strecke. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part, Leute. Der hier ist ein bisschen kürzer. Das heißt ein bisschen, ich sage jetzt mal so, ich weiß noch gar nicht, wie ich das konzeptionell hier irgendwie bewerkstellige. Aber das machen wir im nächsten Mal. Das kann nämlich durchaus sein, dass das hier schon so eine kleine, wie eine Meisterschaft ist, dass ich gegen mehrere nacheinander fahren muss. Das ist so mit, ich fahre erstmal eine Runde, dann komme ich in die Halbfinals, weil ich gewinne und dann im Finale gegen den dritten Gegner. Das ist sehr oft in der Rennserie so. Aber schauen wir mal. Aber wie gesagt, im nächsten Part, wenn es wieder heißt, Colin McRae's Dirt Rally. Nee, Dirt 1, Entschuldigung, nicht Dirt Rally. Unterschied. Dirt Rally, Simulation, das hier, Arcade. Haut rein.